Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachglatzen. Heute mit dem Thema, wie man mit Niederlagen umgeht. Grüß dich, Christoph. Ja, hallo. Ja, wie geht man mit Niederlagen um? Hoffentlich gut, ne? Aber wir kennen alle unsere Storys wahrscheinlich, ne? Ja, vorher, bevor wir anfangen, nochmal kurzer Hinweis: Ihr dürft gerne eure Vorschläge reinschreiben unter den Kommentaren, bitte direkt im ersten Kommentar. Dort Vorschläge posten, lesen wir immer alle durch und schauen, was wir davon benutzen können. Außerdem weise ich nochmal darauf hin, wir haben schon sehr, sehr viele Podcasts hier gedreht und ich habe auf dem YouTube-Kanal eine Playlist. Könnt ihr auf der Startseite finden, genau wie viele andere Playlists, die Schachglatzen. Gibt natürlich auch alle Folgen auf allen möglichen Plattformen wie Podigee, dort haben wir auch eine Seite und allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ich selbst prüfe das nicht immer alles nach, aber was hörst du, welche Plattform nutzt du für Podcasts so zum Hören? Nutzt du? Hörst du Podcasts eigentlich so? Ja, Apple Podcast habe ich, glaube ich, Ja, ne? ja. Ja, oute mich als Apple-Nutzer. Ja. Ja, aber das ja, funktioniert ganz gut. Ich habe auch Spotify ausprobiert, was habe ich auch? Da Jo. gibt's uns auch, da gibt's uns auch. Hm, ja, genau. Habe ich schon Ja. lange nicht mal reingeschaut, ehrlich gesagt, wie viele Zuschauer wir, Hörer wir schon hatten. Ja, aber das ist eh so ein Ding, ne? Also ich hab persönlich noch, wirklich, hört sich jetzt komisch an, noch nie ein Schachvideo zum Beispiel von mir angesehen. Und es gibt viele, ne? Aber ich habe noch nie das angeguckt. Echt nicht? Nee, noch nie. Hab ich noch nie gemacht. Doch, ich schaue schon meine Videos schon regelmäßig und so ein bisschen Feedback, Selbstreflexion, ne? Kritik, solche Sachen. Ja, ich habe es auch mal Naja. überlegt, aber irgendwie mache ich das nicht mehr. Anfangs so, habe ich mir, soll ich mir das mal angucken, ne? Aber irgendwie nicht. Naja, so, dann gucken wir jetzt mal, wie ist unser Thema, wie man mit Niederlagen umgeht? Was ist deine größte Niederlage, an die du dich erinnern kannst und wie gut bist du damit umgegangen? Ja, gibt's ja einige, ne? Also und ich habe ja auch alles auch verarbeitet in meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es sind viele Partien in meiner Karriere gewesen, die ich als große Niederlagen definieren würde. Und die Art und Weise, wie ich damit umgehe. In einem ersten Schritt bin ich erstmal super emotional, genervt und es brodelt dann in mir, ne? Und das kann auch. Dann, das hält dann sehr, sehr lange an, dieses Gefühl. Gerade wenn es Niederlagen sind, wo ich vielleicht auf Gewinn stand, wo ich gut stand und dann verloren habe. Ein wichtiges Beispiel ist, aktuelles Beispiel, meine Niederlage gegen Bartosz Szotko, Großmeister, zweite Bundesliga Nord vor 3 Jahren. Da hatte ich ihn, also da hatte ich eine fantastische Partie gespielt und es war matt eigentlich, es war nur noch matt. Das waren nur noch ein paar Züge, da war es matt eigentlich. Es gibt zig Gewinnvarianten. Ich hatte 3 Minuten auf der Uhr, Zug, keine Ahnung, 33 oder so. Und anstatt irgendwie das matt zu finden oder eine der Gewinnfortsetzungen, spiele ich irgendwie nur den viertbesten Zug und verliere die Partie noch. Und das war ultra übel. Also, da kann, das ist wirklich, das habe ich auch verarbeitet, habe ich ein Video draus gemacht. Ich generell, ich habe kein Problem damit, meine Niederlagen auch zu zeigen. Aber das Gefühl nach so einer Niederlage ist immer eine Katastrophe, ne? Das ist echt fürchterlich. Es ist nicht so, dass ich mich fertig mache, dass ich sage, wie schlecht ich bin oder dass ich Versager bin oder sowas. Gar nicht, im Gegenteil. Aber es ist ein Gefühl, das ich nicht abstellen kann. Ich fühle mich einfach kacke danach, ne? Stundenlang und möchte am liebsten auch mit niemandem reden und bin kurz zum Explodieren im Prinzip. Und je nach Level der Niederlage kann das natürlich auch mal länger gehen, einen Tag, 2 Tage, 3 Tage oder vielleicht auch ein paar Stunden nur. Ne? Und das ist so eine ganz, ganz typische Abfolge bei mir nach einer Niederlage in meiner Karriere eigentlich. Das bei je ich weiß noch, als Kind zum Beispiel, wenn ich verloren habe, so 15, 16, als ich damals war und im Verein gespielt habe und da verloren habe, da war ich echt tagelang bedient. Also das war krass. Also immer. Auch bis zur nächsten Woche teilweise. Dann haben wir uns wieder getroffen im Vereinsheim, nächste Partie. Das war, da gab es auch keine Online-Geschichten damals in den 80ern. Und da habe ich, das war damals schon ein ganz schlechter Verlierer in der Hinsicht, ne? Also, wie ist das bei Ja, dir so? Die bei Person. mir hängt es immer ein bisschen davon ab, wie der Zusammenhang, wie die Partie im Zusammenhang mit so einem Turnier ist. Also wenn ich so mehr oder weniger eine zufällige Partie habe, die jetzt im Turnierzusammenhang nicht besonders wichtig ist, gibt es ja manchmal. Man sagt, man hat so eine Partie oder eine Ligapartie zum Beispiel, die jetzt irgendwo nicht relevant ist für Aufstieg, Abstieg oder sonst irgendwas.
ja, ich bin dann auch nicht begeistert, logischerweise, wer ist das schon, ne, wenn er verliert, aber das geht noch. Für mich ist ein Problem oder war oft ein Problem, wenn die Partie im Zusammenhang wichtig war. Also ne, für eine Norm, als man noch also eine EM-Norm brauchte, diese Partien fand ich immer nervlich total schwierig, sowieso schon nervlich schwierig. Und wenn es dann schief gegangen ist, und es ist ziemlich oft schief gegangen, dann bei mir in den letzten Partien, wo ich dann manchmal gar nicht mehr irgendwie sowas Tolles brauchte, ne? Also ich kann mich noch erinnern, einmal, also das war schlimmer als, also war keine Niederlage, ich habe Remis gespielt, ja, aber es fühlte sich an wie eine Niederlage, ne? Weil ich musste, um die letzte EM-Norm zu machen, einen Spieler mit 2100 schlagen, was irgendwie normalerweise klappt oder oft klappen sollte. Und wenn man dann noch ein Turmspiel mit zwei Mehrbauern hat, sollte man es irgendwie schaffen so, ne? Und nein, ich habe es nicht geschafft. Ich bin dann in irgendeine Pattfalle gelaufen, ne? Und dann möchtest du am liebsten nichts mehr sehen und hören, ne? Mhm. Naja, und so Sachen, die ärgern mich dann auch lange oder haben mich dann immer sehr lange geärgert, weil man immer noch das Gefühl hat, es war nicht die isolierte Partie, wo man jetzt irgendwie versagt hat oder es schlecht gelaufen ist, sondern das ganze Ding ist dann scheiße. Ne? Also jetzt habe ich mir hier monatelang nicht aufgerissen für irgendwas. Und dann, nein. Ne? Und das ist halt mir häufiger passiert, dass dann irgendwie die letzte Partie oder wo man dann noch irgendwie, oder man, es hat dann so ganz wenig nur gefehlt und das ist immer super ärgerlich. Mhm. Also was bei mir nicht so schlimm ist, was oft gut geklappt hat, muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel in Turnieren anfangs mal schlecht gestartet bin, das ist ja auch noch so ein Thema. Man startet schlecht und dann ist das Turnier so doof, dass man nichts mehr holt. Das ist mir nicht so oft passiert. Ich habe es oft geschafft, gerade in Schweizer Systemturnieren, wo man ja, wenn man am Anfang irgendwie schlecht spielt, kriegt man ja schlechtere Gegner. Und dann hat man manchmal noch die Chance, so von hinten raus zurückzukommen. Mhm. Das habe ich oft geschafft. Ich weiß nicht, hattest du die Fälle auch schon mal? Oder? Ja, hier sind wir ja schon beim Verarbeiten von Niederlagen. Mhm. Das tatsächlich funktioniert ganz gut, weil ich jede Partie einigermaßen isoliert betrachte und es schaffe dann, ja, mich komplett auf die neue Partie zu konzentrieren und die vorangegangenen Partien zu vergessen in dem Moment. Das liegt aber auch ganz stark daran, dass jede Partie für sich so vereinnimmt, dass man sowieso dann alles andere um sich vergisst, ne? Unabhängig, ob man vorher eine Partie verloren hat oder egal, was passiert ist, ne? Oder egal, was um einen rum passiert. Also mich vereinnahmt eine Partie so sehr, dass diese Partie total isoliert dann stattfindet. Unabhängig von anderen Ereignissen. Fast immer. Ne? Das ist am Brett so gewesen immer, auch online in der Regel. Das ist dann so eine Verarbeitung, findet dann indirekt statt dadurch. Ne? Ja, wenn du das kannst, dann einfach nur die Partie so völlig isoliert. Ne? Das ist natürlich eigentlich auch der Idealzustand, ne? Dass man eigentlich immer alles runterbricht, ne? Auf die kleinste Einheit, idealerweise sogar auf die einzelne Entscheidung des Zuges. Ne? Dass du sogar sagst, ja, ich habe eigentlich immer nur die eine Entscheidung. Ne? Ich ziehe jetzt wirklich am besten jetzt mit vernünftigem Bedenkzeitverbrauch und so weiter. Also nur jetzt die richtige Entscheidung treffen und sie nicht vom Rest beeindrucken lassen. Das ist aber sehr schwer. Ne? Also es gibt so viele Dinge, die drumherum sind. Ne? Ja, aber das ist natürlich das Beste. Ne? Das ist jetzt innerhalb einer Partie ist das nicht so einfach, ne? Weil da sind die Ereignisse noch so frisch, dass du natürlich die Folgen spürst eines schlechten Zuges. Mhm. Also diesen schlechten Zug dann irgendwie dann zu verarbeiten und isoliert dann sagen, okay, jetzt wie ein Computer, ne? Jeder Zug, der wird neu berechnet, ne? Das ist sehr schwierig, ne? Das ist dann wirklich die ganz hohe Kunst. Das kann ich, glaube ich, nicht so einfach. Das fällt mir sehr schwer. Aber meistens gelingt es mir trotzdem, mich neu einzustellen auf die Partie und zu kämpfen. Also ich bin schon dann ein Kämpfer, der versucht, sich wirklich aufzuraffen innerhalb einer Partie. Aber das gelingt natürlich nicht immer. Es gab auch schon Partien, wo ich mich dann aufgegeben habe mit Sicherheit und dann halt lässt die Konzentration nach und dann verliert man so ohne Kampf irgendwie, ne? Aber häufig ist es so, auch innerhalb eines Turniers ist das schon wieder anders. Da kann ich mich schon am nächsten Tag aufraffen und mich auf die Partie neu einstellen und sagen, komm, ich will es jetzt, ich will gewinnen und gehe da mit voller Kraft voraus. Das gelingt mir schon. Aber innerhalb einer Partie finde ich sehr schwierig. Ich finde auch immer echt wichtig, zu kämpfen in solchen Situationen, wenn so ein Turnier schlecht anfängt. Weil wenn es dann mal klappt, dass man das noch rettet, ne, daran kann man sich auch hochziehen in späteren Situationen, dass man sagt, ja, okay, das war jetzt blöd, aber es hat ja schon mal funktioniert, ja. Weil man kann auch noch Turniere, die schlecht angefangen haben, irgendwie noch retten. Ne? Egal wie es jetzt, es können jetzt unterschiedliche
Szenarien sein, ne, wie es rauskommt. Ne? Zum Beispiel kann man manchmal dann noch vielleicht, das ist jetzt für uns ein bisschen schwierig bei den meisten Turnieren, aber vielleicht kann man noch einen kleineren Preis gewinnen, ne, einen Ratingpreis oder solche Geschichten, dass man sagt, okay, das ganz große Ziel klappt vielleicht nicht, aber vielleicht kann man noch irgendwo sich was Positives da rausholen. Ne? Ich hatte mal ein Turnier, das ist so meine Story, die ich da gerne mal erzähle. 2016 habe ich das gespielt in Porto Roche, ein bekannter Ort. Da gab es auch Kandidatenturnier und Itazonenturnier früher an der slowenischen Küste. Da habe ich den schlechtesten Turnierstart gehabt, den ich mir sich vorstellen kann. Ich hatte erste Runde gewonnen gegen wie so 1800, war ja obere Hälfte. Und dann habe ich zweite und dritte Runde verloren. Das war total klasse, gegen zwei Spieler mit einmal 2050 oder so und einmal mit 1900. An einem Tag, also an einem Sonntag, Doppelrunde, beide verloren. Das war auch toll, ja. Und dann hast du da einen aus drei und in der vierten Runde spielte ich dann in dem B-Raum von dem Turnier, ne? Also so zusammen mit den kleinen Kindern und den Omas und Opas, ne? Die da so irgendwie an den letzten Brettern gespielt haben. Das weiß ich auch noch. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das Einzige, was du hier noch machen kannst im Turnier ist, du musst jetzt den Rest gewinnen, ja? Ansonsten war das jetzt hier der totale Fail, ne? Und dann habe ich 6 aus 6 wirklich geschafft und hatte 7 Punkte am Schluss mit einer behämmert schlechten Wertung natürlich. Aber das war noch ein Hauptpreis. Mhm. Also 7 Punkte ist halt ein Hauptpreis. Mhm. Ne? Und das ist jetzt ein anderes Thema, was wir vielleicht auch nochmal machen. Ich habe hinterher mal nachgeguckt, wenn es die 3-Punkte-Wertung gegeben hätte, hätte ich das Turnier gewonnen. Hey. Ja, nur das ist ein typisches Gegenargument gegen die 3-Punkte. Ja, natürlich, klar. Weil mein Turnier war natürlich eine mega Katastrophe. Ne? Ich hatte als besten Gegner jemanden mit 2200 oder so gehabt. Und ich habe Elo verloren, ne? Ohne Ende. Trotzdem, ja, 3-Punkte-Wertung im Schweizer Systemturnier ist natürlich der größte Quatsch. Ist ein anderes Thema, ja. Wollen wir nicht abschweifen, nee. Aber das ist war so ein Ding, wo ich damals habe, so, ne? Also das ist das totale Argument, warum das Quatsch ist mit Soße. Aber das war für mich damals wichtig, das erzähle ich auch mal wieder gerne, wenn Leute einen schlechten Start haben, versucht das zu retten irgendwo, ne? Man kann immer eine Serie auch starten von Siegen, gerade in einem Schweizer Systemturnier, wo dann ein paar schlechtere Gegner kommen und dann kann es ja auch laufen, dass man so eine Serie in die andere Richtung startet. Ja, klar. Ne? Ich meine, sensationell war ja, was Vidit gemacht hat beim Großwiss, ne? Mit der Niederlage starten und dann gewinnt er das Turnier und qualifiziert sich fürs Kandidatenturnier. Das zeigt einfach ja was, obwohl er sich natürlich mega geärgert hat nach der ersten Runde, er hatte gegen Lamy verloren und er meinte auch hinterher, er wäre total angepisst. Ich sag mal angepisst, ne? Weil das ist mal so ein Standardwort bei mir aus dem Ruhrgebiet. Ich war auch angepisst immer nach einer Niederlage unter Läufe und er war auch angepisst, hat er auch gesagt so im Interview. Und er hat sich aber zusammengerafft, ne? Ja, und hat dann eine Partie nach der anderen gewonnen. Ne? Klar, das hat natürlich auch was mit Spielstärke zu tun, ist ja gar keine Frage. Er ist ein sehr starker Großmeister und konnte sich dann wirklich neu motivieren und hat dann das Turnier gewonnen. Das ist völlig verrückt eigentlich. Ne? Und da kamen ja auch sehr starke Gegner noch. Aber viele kommen überhaupt nicht zurück, ne? Wenn es schlecht anfängt. Ja. Ist eine Charakterfrage, klar. Und Erfahrungsfrage. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrungsfrage. Definitiv, ganz klar. Geklappt hat, so, oder man denkt so, okay, das war jetzt Mist, ne? Aber es ist ja noch nicht vorbei, ne? So ein Turnier hat ja nun mal ein paar Runden. Und das oft ist man dann in der Situation, dass man am Ende, dann muss man so einen Endspurt noch machen oder irgendwas, aber man hat noch Chancen, es irgendwie zu reparieren, ne? Dass man noch irgendwie was Positives mitnimmt. Manchmal kann es auch nur sein, dass vielleicht das Gesamtresultat immer noch nicht toll ist, aber vielleicht hat man wenigstens eine richtig coole Partie noch gespielt. Das kann es ja auch manchmal retten, ne? Dass man sagt, ich habe noch eine gute Erinnerung an so ein Turnier, ne? Weil ich trotzdem noch eine gute Partie geschafft habe. Ne? Oder einen starken habe ich wie es geschlagen oder sowas. Ne? Das kann ja auch noch ein wichtiger Aspekt sein dabei. Ne? Also das ist definitiv eine Erfahrungsfrage. Ist, kann man allein daran ablesen, dass Kinder zum Beispiel natürlich noch heulen, wenn sie klein sind, beim Schach verlieren häufig. Ne? Ja. Und je älter sie werden, dann irgendwann lässt das natürlich, geht das weg. Ne? Ich habe noch nie einen Erwachsenen nach einer verlorenen Schachpartie heulen sehen. Ich weiß nicht. Erzählen, weil ich habe einmal vor ein paar Jahren mit Arthur Yusupov zusammen kommentiert bei der deutschen Jugendmeisterschaft und irgendwann, Arthur ist ja unheimlich nett, ja, und er meinte dann immer zu mir, ich muss jetzt gehen, weil ich muss kleine Kinder trösten. Ich kann ihn jetzt nicht so gut nachmachen, ne? Aber es war so lustig, weil er meinte, er hat so viele Kleine, die er da betreut hat, ne, und er meinte, ein großer Teil seiner Arbeit da ist im Prinzip, die wieder aufzurichten, wenn sie dann mal verloren haben. Ne? Das ist wirklich wichtig. Ja. Ja, ja, klar. Aber das ist ein normaler Prozess, Entwicklungsprozess, den Kinder nun mal machen. Das ist ja nicht nur beim Schach so. Ich denke, Kinder weinen auch, wenn sie bei anderen Sportarten oder bei Spielen verlieren. Also ich zum Beispiel habe als Kind auch, glaube ich,
geweint, nicht so häufig, aber schon hin und wieder mal eine Träne vergossen, soweit ich mich erinnere. Nicht nur beim Schach, auch so. Ich war sehr, sehr ehrgeizig. Ich hatte keinen Bock zu verlieren, egal was ich gemacht habe. Ne? Und wenn es nur Mensch ärgere dich nicht war, reines Glücksspiel. Genau, aber das lässt natürlich nach. Erfahrung ist ein ganz wichtiger Faktor. Was allerdings nicht nachlässt, bei mir nachgelassen hat über die Jahre, ist, dass ich mich ärgere über eine Partie. Also das ist jetzt, hat von der Intensität so nie nachgelassen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und vielleicht kommen wir dann auch zum Thema, wie kann man dagegen angehen? Ist natürlich, also man kann natürlich gucken, so in der Schachszene, Schachspieler generell, glaube ich, sind nicht die besten Verlierer im Sinne von, dass sie mit Niederlagen nicht besonders gut umgehen können. Im Sinne von, dass sie sich dann abschotten und mit keinem reden wollen und dann in Ruhe gelassen werden wollen und dass es sehr schwierig ist, sie dann aufzubauen. Sie machen das erstmal mit sich selbst aus häufig, ne? Hast du auch dieses Gefühl so? Ich kenne das von vielen Spitzenspielern. Ne? Ich habe schon mal, glaube ich, hin und wieder mal gesagt, Zwickler, Arnand habe ich schon mal sehr persönlich getroffen in solchen Momenten und die wollen dann auch bloß kein Wort wechseln, mit sich selbst sein. Und ich glaube, das gilt für viele starke Spieler auch, habe ich den Eindruck. Ja, es ist ja auch so, wenn man in der Partie ist, das gilt für eine breite oder für einen breiten Spielstärkenbereich, ne? Auch für Top-Leute, aber auch für Spieler wie uns oder auch für Amateure. Man ist ja auch sehr fokussiert in der Partie. Richtig drin, ne? Ja. Und man gibt alles dann, ne? Um das Ergebnis zu erzielen, was man will. Und es klappt dann nicht. Und manchmal, da muss man sich das vorstellen, ist es auch irgendwie blöd gelaufen. Ne? Hat man vielleicht wirklich einen ganz blöden Zug gespielt und verloren oder irgendwie, ne? Also man ist richtig sauer auf die Art und Weise, auch wie es gelaufen ist, ja. Und dann ist man auch so drin, dass man gar nicht irgendwie schwenken will auf irgendwas, ne? Dass man mit keinem reden will oder so. Also das beobachtet man wirklich unheimlich oft, ja. Das liegt aber auch an der starken Fokussierung. Es ist halt nicht, welchen Vergleich gibt es denn hier? Ich finde keinen guten, aber es ist halt nicht, es ist eine andere Sache, in so einer Schachpartie drin zu sein, als, sagen wir mal, eben zwischendurch mal Mensch ärgerlich nicht zu spielen. Also, das sowieso, aber auch Mannschaftssportarten. Guter Vergleich ist Einzelsportarten, Mannschaftssportarten. Ich denke, dass auch Tennisspieler als Einzelsportler sehr, sehr fokussiert sind auf ihr Match und alles andere ausblenden und auch. Kampfsportarten ist wahrscheinlich ähnlich, habe ich nie gemacht, aber kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ne, so. Wobei da kann ich mir vorstellen, natürlich, dass durch diese extreme körperliche Anstrengung natürlich man sowieso kaum noch Kraft hat, sich zu ärgern. Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, kann ich mich schlecht hineinversetzen, weil ich das nicht gemacht habe. Aber wir wissen natürlich, was für ein krasser Ego-Verlust es immer ist, wenn man eine Niederlage im Schach einsteckt. Und wie schwer man es hat, damit klarzukommen. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, ich war vorletztes Wochenende war ich ja in Leipzig beim Tag der Sportpsychologie. Und dort hatten wir sehr viele interessante, ich war einer von 6, 7 Rednern und es waren sehr viele interessante Vorträge. Und ein Vortrag war von einer sehr interessanten jungen Dame, die für ein sportpsychologisches Institut in Leipzig arbeitet. Und da habe ich mir den Vortrag nochmal angeschaut und finde ich sehr, sehr interessante Strategien, die man anwenden kann, um in Niederlagen umzugehen. Das habe ich für mich nochmal durchgelesen alles. Und mir ist aufgefallen, dass so im gesamten Verlauf meiner Karriere dieses Thema Psychologie im Schach, das wird zwar hoch bewertet, von wegen, wie wichtig Psychologie ist, aber es wird selten darüber kompetent gesprochen und irgendwo auch an irgendwelche Kurse angeboten oder mal als Thema irgendwie wirklich mal besprochen, oder? Hast du da Erfahrungen in dem Zusammenhang gehabt, in deiner langen Karriere? Wird selten besprochen. Ja, ich habe mal einen Vortrag gesehen zum Thema auch in der deutschen Jugendmeisterschaft. Da war ein Sportpsychologe da, der da umfangreiche Erfahrungen auch hatte, auch mit Spitzensportlern und auch Bundesliga-Fußballvereinen und Ähnlichem. Der hat da mal referiert. Der hat dann erzählt, er macht dann Übungen mit den Sportlern. Ne? Da geht es manchmal auch um so Themen wie Selbstbewusstsein stärken und ähnliche Sachen. Das war schon einige Jahre her. Also so eine ganz genaue Erinnerung habe ich daran nicht. Aber es wird, glaube ich, nichts angeboten. Ne? Zum Beispiel im Thema, zum Beispiel bei der Trainerausbildung. Gibt es ja die Trainerausbildung vom Deutschen Schachbund. Da ist es, glaube ich, nur ein ganz kleiner Punkt. Ich habe das vor x Jahren mal gemacht, diese Scheine. Hast du alle Scheine gemacht? Nee, nur bis zum B-Schein. Okay. Ich habe nur bis zum B-Schein gemacht und mittlerweile den
okay, wir schweifen ab. Aber den A-Schein kannst du nur machen, wenn du noch aktive B- und C-Scheine hast und die sind bei mir verfallen. Und sonst der A-Schein ist durchaus ganz interessant, ne? Wenn man da interessante Kontakte vielleicht knüpft. Aber es war, für, war da nie ein großes Thema damals gewesen. Da ging es hauptsächlich wirklich mehr um schachinhaltliche Instruktionen und weniger, ne, wie gehe ich jetzt vielleicht mit jemandem um, den ich betreue, wenn der verloren hat und so. Nee, war nicht so ein Thema. Ne? Ja, ich will da kurz ein bisschen was zu erzählen. Also ich, also erstmal ist es so, dass ich mir selbst auch wenig Gedanken gemacht habe in meiner langen Karriere über dieses Thema. Ich war auch nie Profisportler, ich war eher so Semi-Profi, wenn man das überhaupt sagen kann. Aber ich habe natürlich auch als Trainer gearbeitet und ich habe mit Sicherheit auch als Trainer nicht alles richtig gemacht, um es positiv zu formulieren. Mit Sicherheit zu streng häufig gewesen. Und wenn man dann sowas liest, ne, auch aus so einer Perspektive, ne, die jetzt nicht aus dem Schach ist, ne, also Leute, die sich da professionell mit auseinandersetzen. Sie war selbst früher Profifußballerin, die den Vortrag gehalten hat. Und fand ich direkt super interessant und konnte ich auch direkt wiedererkennen. Und eine Sache zum Beispiel, die sie meinte, ist, was so diese Zone der Kontrolle, ne, dass man, dass ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass man versucht, Dinge, die man nicht ändern kann, einfach zu akzeptieren. Ne? Dass man nur versucht, Dinge zu ändern, die wirklich nur im eigenen Einflussbereich liegen. Halt, ne? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die kenne ich natürlich aus der, aus dem Stoizismus. Ne? Das ist so Philosophie. Ne? Die Stoiker, die Griechen, die ja natürlich auch sehr stoisch alles hinnehmen, ne? was nicht zu verändern ist. Halt, ne? Also sich nicht aufzuregen über Dinge, die nicht im eigenen Einflussbereich liegen halt. Ne? Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Strategie halt, ne? Also ein Ansatz über Körpersprache, über Entscheidungsfindung, über Einsatzbereitschaft. Ne? Da kann man natürlich vieles beeinflussen bei sich selbst und Dinge, die man nicht... Natürlich ist es einfach in anderen Sportarten, ne? Das sind viel mehr Einflüsse, ne? Von außen. Beim Schach ist halt wenig Einfluss vom Außen, man ist ja genau. Schon... Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Wir haben... Beim Schach hast du nicht so... Dieses, da ist nicht so dieses Thema... Oh, ne, das Wetter war jetzt eher gut für den Gegner oder so. Der Platz ist schlecht oder so, genau. Ne? Oder der Schiri hat mal wieder eine Fehlentscheidung getroffen beim Fußball, wo alle. Fritz-Walter-Wetter, ne? 1954, so, ne? Wir gewinnen, weil es regnet. Da sind die Ungarn nicht so gut. Ne? Das kannst du beim Schach schlecht machen. Ne? Du bist schon hauptsächlich selbstverantwortlich für das, da was passiert. Ne? Also du kannst schlecht jemand anderen verantwortlich machen für. Was eigentlich auch positiv ist für die Entwicklung eines Schachspielers, ne? Wenn man von klein auf das betrachtet. Kinder lernen halt mit Niederlagen auf eine Art und Weise umzugehen, ohne jemand anders verantwortlich zu machen für das, was da passiert halt. Ne? Auf spielerische Art und Weise. Also eigentlich sehr, sehr positiv. Das war eine Sache, was ich hier, was ich noch nennen kann, ist halt dieses ein Triple-A-Prinzip hat er da genannt, nämlich akzeptieren, analysieren und abhaken. Also was sehr, sehr wichtig ist, das fand ich sehr, sehr gut, weil das ist sehr, sehr einfach anwendbar. Also akzeptieren ist klar, aus Niederlagen lernen und fürs nächste Mal besser machen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig als Folge einer Niederlage. Dann analysieren, das machen wir sowieso als Schachspieler. Ne? Sollte man machen, ne? Jede Partie analysieren, die Fehler herausfiltern. Natürlich nutzen wir da Computer für und versuchen es fürs nächste Mal besser zu machen. Ne? Das ist relativ einfach anwendbar. Ne? Und ich glaube, viele machen das gar nicht automatisch. Ne? Kann das sein? Die Analyse mit dem Computer heute, finde ich, hat auch manches dort verändert, wenn es darum geht, mit Niederlagen umzugehen. Weil wenn man sich mal erinnert, früher, als das noch gar nicht gab, wir kennen das ja noch, ne? Als es noch gar nicht gab, da hattest du ja oft die Situation, du hast eine Partie gespielt und verloren und du hattest keinen Computer, ne? Sondern du hast dann unter Umständen die Partie mit dem Gegner noch angeguckt, ja, oder mit einem starken Spieler. Aber das ist ja nicht in der Sache die objektive Wahrheit gewesen. Da hat ganz oft dann auch der Gegner, die irgendwelche Dönekes erzählt, die Quatsch waren. Also heutzutage würde man sagen, der labert einfach Unsinn. Ne? Der erzählt dann, wie toll er dich da gerade umgemacht hat. Ne? Und du bist dann auch noch konsterniert von der Niederlage und weißt gar nicht so ganz genau objektiv, was passiert ist. Ne? Kommst dir vielleicht noch blöder vor, als es eigentlich war. Ne? Und heute kannst du ja den doch sehr objektiven Computer fragen. Das ist auch nicht die ganze Wahrheit in dem Sinne. Es gibt ja noch andere Aspekte der Partie als jetzt die blanke Zugqualität. Aber ich finde immer noch hilfreich, dass man im Prinzip so eine Art, du hast ja jemand Neutrales, den du fragen kannst sozusagen, um einfach mal aufzuarbeiten, was war jetzt wirklich falsch, wo waren falsche Züge.
Und das ist unbeeinflusst von irgendwelchen Emotionen in dem Sinne. Ne? Dass der nicht, ich kann mich nur an so Partien erinnern, ich mal verloren habe, dann hat mir der Gegner irgendeinen Stuss erzählt. Das ist doch nicht dein Ernst, ne, was du da jetzt erzählst. Du schießt die ganze Zeit den Mist und erzählst dann irgendwas. Ne? So Sachen kannst du ja heute, du kannst ja immer sagen, so, jetzt hole ich hier die Handy, ne, wir machen das Ding jetzt an, ne, und dann sag mir nochmal, dass du toll stehst. Ne? Sowas kann man natürlich. Ja, machen, ja, so ne? Bewertungen abgeben nach der Partie sollte man sich zurückhalten. Man weiß es ja nicht wirklich. Für mich war das deswegen, war das auch der Hauptgrund, warum ich seit schon sehr, sehr früh angefangen habe, nicht nach einer Partie zu analysieren mit meinem Gegner, weil ich wusste, dass wir da sowieso nur oberflächliche Gedanken austauschen, die der Wahrheit nicht besonders nahe kommen, und ich meistens direkt wissen wollte, wie es eigentlich wirklich war, und zum Zeitpunkt der Partie natürlich immer die beste Engine natürlich genutzt habe, um dann der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Es ist eher ein nettes Beisammensein für mich, immer nach der Partie ein bisschen quatschen, und wenn ich es hinkriege, wenn ich gewinne sowieso, dann nehme ich die Analyse an, wenn der Gegner analysieren wird. Wenn ich verliere, dann biete ich in der Regel keine Analyse an, eher selten, und wenn es natürlich ein sehr starker Spieler ist, klar, dann möchte ich mir natürlich noch gerne was sagen lassen, aber wann spiele ich mal gegen einen Spieler, der so viel besser ist als ich, dass ich unbedingt wissen will, was er während der Partie gedacht hat oder was er mir sagen kann? Das muss mindestens 2,6 Elo sein und drüber. Und davon gibt es halt mal 150 Leute auf der Welt. Ja, super. Diese Gelegenheit hat man auch selten, dass man da. Also, ja, das ist auch weniger geworden. Früher hat man es, glaube ich, häufiger noch gemacht, das gemeinsam anschauen. Ja, also. Ich frage eher auch selten. Ja, aber wenn man mich fragt, dann, ja, es kommt immer sich auf die Rahmenumstände an. Ne? Gibt es da auch einen vernünftigen Raum, das zu tun und so weiter. Ne? Manchmal passt das ja irgendwie auch nicht. Aber es gibt immer mal interessante Aha-Momente bei sowas. Ne? Wenn man wirklich mal einen richtig starken Gegner hat, ne? der einem dann auch mal irgendwas sagt, habe ich überhaupt nicht verstanden. Okay, und das ist dann gut. Das kann man hinterher auch nochmal dann, man kann das ja hinterher auch nochmal verproben. Ne? Hat der jetzt überhaupt recht gehabt? Ne? Ja, kann klar. Der Unrecht haben, ne? Aber trotzdem kann es interessant sein, die Meinung zu hören. Ne? Das kann schon interessant sein. Ne? Und naja, aber es kommt immer sehr stark drauf an, ne? was da für einer sitzt. Ne? Weil das haben wir auch alle schon erlebt. Ne? Die können noch so stark sein, die erzählen manchmal trotzdem Unsinn, ne? Nach der Partie. Ja, klar. Das ist reines Selbstdarstellertum. Ne? Also, was ich versuchen werde, auf jeden Fall, ist diese Strategien für mich so ein bisschen auch für den Online-Bereich zu übernehmen. Das ist ja, wir müssen ja inzwischen ja leider zwischen klassischem Bereich und Online-Bereich unterscheiden. Und Online ist für mich inzwischen viel, ja, präsenter, deutlich präsenter, und da versuche ich so ein bisschen halt aus diesem Vortrag, den ich damals gelesen habe und den ich auch jetzt nochmal habe, für mich nochmal einiges mitzunehmen und auch meine Niederlagen online versuchen besser zu verarbeiten, auch direkt im Anschluss, wobei es natürlich auch so ein gewissen Folklore ist, mit TBG sich zu ärgern. Was mir in dem Zusammenhang natürlich nochmal aufgefallen ist, dass negative Emotionen natürlich viel intensiver wahrgenommen werden, das ist auch klar, das weiß man. Das weiß man auch durch die Medien, ne? Weil Medien sich immer auf negative Schlagzeilen stürzen und die Leute darauf anspringen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich mich eigentlich auch selbst lobe, wenn ich gut spiele. Also es ist nicht so, dass ich mich nur selbst fertig mache vor der Kamera, sondern eigentlich auch, wenn ich eine gute Partie spiele, dann lobe ich mich auch ganz gern. Also so ist es nicht. Aber interessant ist, dass ich schon, dass diese negativen Emotionen von mir sehr intensiv wahrgenommen werden. Während die positiven Emotionen irgendwie komplett runterfallen, obwohl ich eigentlich mehr gewinne als verliere. Ne? Das ist schon sehr interessant eigentlich. Vielleicht lobe ich mich doch noch zu selten, und ich werde, glaube ich, mal jetzt so einen kleinen Turnaround so langsam mal in die Wege leiten, wo ich anfange, mich auf von einer Seite zu zeigen, wo die Leute sich wundern werden, ob das noch der TBG ist, den sie kennen. Ich glaube aber, Leute beim Ärgern zugucken ist einfach lustiger. Also es ist einfach so. Ist einfach so. Ist einfach so. Also, ja, ich meine, ist ja auch so, auch wenn du irgendwie so wie Comedy guckst, irgendwie so, man lacht ja über Dinge, die schief gehen, ne? Irgendwo. Und nicht, meistens nicht über Dinge, die gut laufen. Ja, aber Hikaru Nakamura gewinnt ja jede Partie. Gucken die Leute ja trotzdem zu. Aber der ist halt stark. Ne? Yeah. Der ist halt schnell und stark. Ne? Tja. Aber sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ihr könnt uns gerne mal auch einen Kommentar hinterlassen, wie ihr mit Niederlagen umgeht. Ne? Was euch zu diesem Thema einfällt, und aus meiner Sicht haben wir einen guten Überblick geschaffen, ne? zum Thema. Was ich noch sagen wollte, was mir mal irgendwie aufgefallen ist, es ist vielleicht manchmal auch eine Sache,
Also es gibt manchmal das Problem, das kenne ich bei mir selber, ich will manchmal nicht Remis spielen. Also weil ich denke, im Sinne der Partie, da habe ich mir vorgenommen, diese Partie gewinne ich jetzt. Ne? Ja. Und dann geht es immer weiter, bis man dann am Ende verliert, ne? Weil man einfach das Remis nicht haben will. Und das ist manchmal, also mit die ärgerlichste Niederlage. Weil man genau weiß, ne, das hast du komplett selber zu verantworten. Ne? Und diese Art von Niederlage ist sehr leicht zu verhindern, ne? Indem man manchmal einfach akzeptiert, dass auch ein Remis okay ist. Ne? Also Niederlagen durch totale Unobjektivität, ne, ja, finde ich, tun immer extrem weh. Und die merkt man hinterher auch, wenn man da nochmal so drüber nachdenkt, so, das war blöd. Ne? Also es fällt mir gerade nochmal so ein, weil das ist so eine klassische Niederlage, die mir dann oft passiert. Ja? Mir auch online unheimlich oft schon passiert. Ja, online spielt man ja alles eh mal zu Ende. Also ja, da sehe ich es nicht so sehr. Im klassischen Schach, klar, wenn man es nicht wahrhaben will, ne? Das ist so diese klassische Herangehensweise bei vielen Schachspielern, ich will es nicht wahrhaben, dass es jetzt Remis oder dass ich nicht so toll stehe, und dann spielt man halt unobjektiv, irrational, ne? Dann, und fängt dann an, Unsinn zu spielen. Das ist halt auch ein ganz, ganz typisches Szenario, worüber ich übrigens referiert habe, mein Sieg gegen Ilya Smirin, Rilton Cup Anfang des Jahres, da wollte er es auch nicht wahrhaben, dass er Remis machen muss gegen mich. Na, ist dann immer weiter reingeschlittert in eine schlechte Stellung, und irgendwann gab es kein Zurück mehr und dann hat er chancenlos verloren. Klar, es gibt immer Variablen, ne? Gar keine Frage, aber das ist so dieses nicht wahrhaben wollen, ne? Wenn man Das ist natürlich auch ein Szenario, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ein paar Großmeister habe ich auch mal geschlagen und die meisten haben sich selbst geschlagen. Genau, also, Die dann irgendwie was probiert haben, was macht denn der da? Das geht doch gar nicht. Ne? Genauso also ich, so, ne? Wenn ich es nicht wahrhaben will, gegen schlechteren, nominell schlechteren Spieler und dann irgendwie irrational werde. Ne? Klar, ja, kennt man ja. Genau. Ja, so, okay. Prima. Den würde ich eben noch einwerfen. Ja, dann haut gerne noch Vorschläge raus für unsere Podcasts vor Weihnachten. Ja, mindestens einen machen wir ja wohl noch, ne? Vor Weihnachten. Muss doch wohl, ne? Einer auf jeden Fall. Vor Weihnachten. Ja. Direkt vor Weihnachten, kann sein. 22, 23 oder so. Könnte sein, ne? Ja, also haut nochmal Vorschläge raus. Wir gucken durch. Alles klar. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Christoph.